Das ist nix. Auf Dix. Gears of 4 ist das. Alles klar. Dann. Old Roulette. Venetian. Carousel. Da waren wir eben schon. Gut. Und Psycho, lol. 15% Warteschlangen. Was soll das darstellen? Ganz ehrlich. Ineffizient. Das bauen wir erstmal um. Bevor wir irgendwas anderes machen. Wege? Ja. Mjoink, Warteschlange, indeed. Dann, so geht das hier auf gar keinen Fall klar. Erstmal weg damit, komplett. So, so muss das. Und dann machen wir das jetzt mal ein bisschen effizienter erstmal. Und natürlich auch so, dass es mit Glück auch etwas schöner designt werden kann. Sieht echt gar nichts aus. Really? That looks like shit. Out of my ass. Instant out of my ass. So. Mhm. Einmal den Berg hoch, natürlich. Und den Berg wieder runter. So. Und jetzt darfst du ausnahmsweise dich damit verbinden. Aber erst jetzt. So, dann müssen wir die Bäume noch aus dem Weg räumen. So. Busch, Gregs Mams Busch, auch aus dem Weg räumen. So. Gregs Mams Busch, Gregs Mams Busch. Ist es ja doch, das ist schon Gregs Mams Busch, sieht so aus. Und jetzt haben wir bestimmt auch direkt mal 28% Bewertung. Gut. Müssen wir natürlich noch ein wenig verschönern. Denn so geht's auf gar keinen Fall, klar. Schönerie. Gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Futuristisch brauchen wir da gar nichts jetzt anzubringen. Auf die Jaggons. Auf den Sack. Auf den Sack. Ja, das passt da nicht so ganz hin, ne? Ja, maybe. Yes. Das ist stuck, aber passt. So, 34%. Dann, was haben wir noch? Planwagen Lager. Alles klar, das kommt hier hin. Damit wir die Bewertung entsprechend. Falsche Taste. Entsprechend gut hinbekommen, hoffe ich doch. So? Jo, genau. Exactly. Just like that. Boom. Okay. So, jetzt müsste aber gut sein, ne? 54% nur. Gar nicht mal so geil. Szenerie Ahoi, tiefer Meeresgrund, kleine Piratenszenerie, passt hier gar nicht dazu. Gruseliger Felsen. Planet Wild West. Wiki Wiki Wild West Wiki. Okay, gut, was... das kann man so lassen, rein theoretisch. Das ist in Ordnung. Das hier gefällt mir natürlich gar nicht so, Gears of Dicks. Das sieht scheiße aus. Richtig beschissen. Okay, danke für dein Follow. Joink, joink. So. Oh. Gar nicht mal so geil. Ist jetzt natürlich nicht viel länger, aber es ist ein bisschen länger. Wir haben ja auch nicht so den Platz. Okay. Gut, gucken wir mal, dass das jetzt rund läuft. Wir starten mal. Und dann gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Gästezufriedenheit ist ja echt minus 2%. Was? Nee, generell 2%, alles klar. Dieser ganze Müll ist ja widerlich. So, da kümmern wir uns jetzt auch erstmal drum. Ich bin froh, dass Toilet Block nichts kostet. Na, wait a minute. Wait a minute. Scheißhausblock. 50 Cent. Den nenne ich auch so. Scheißhausblock. Okay, can do. Alles klar. So, den Müll kriegen wir ja wohl in den Griff. Ja, Attraktionen lehnen. Gut, 9 Dollar. Das passt eigentlich, aber wir müssen natürlich auch gucken, was wir hier noch haben. So, Street Fox Coffee, Maxcellente, Maxcellente.
Angleiche. Street Fuck Coffee. Angleichen. Mioink. Dann Chief Beef. Angleichen. Yeah, your old information. Premium Pass. Really? Den verkaufen wir nicht. So. Your old information. Yeah, old information. Yeeha. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass wir jetzt mal den Müll wenigstens erstmal in den Griff bekommen. Das wäre toll. Und ich denke auch, das geht. Guck mal, 11% Zufriedenheit schon. So, der ganze Müll ist widerlich. Der Park ist das letzte. Ich bin froh, dass Scheißhausblock nichts kostet. Alter, immer noch nicht. Das habe ich wohl vergessen. Doch, kostet was. Haha. Zeit nach Hause zu gehen. Indeed. Personalzufriedenheit. Da müssen wir uns eigentlich auch erstmal mit beschäftigen. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Das ist voll übertrieben, ja. Für das, was du machst, Miss Ellie. Viele Gäste sind sehr unzufrieden. Ja, ich würde dich ja fortbilden. Wir könnten mehr Mülltonnen gebrauchen. Der Job ist sterbenslangweilig. Räumt erstmal auf. How about this? So, Verkäufer. Ihr old Verkäufers. Guck mal, das kriegen sie aber in den Griff, oder? Mit dem Müll, ja. Auf jeden. Auf jeden. Es wird. Nur fährt keiner irgendwas, so wie es aussieht. Was kostet das hier? Ist das zu teuer? Ich bin mir nicht sicher. Naja gut, die kriegen das auf jeden Fall in den Griff und es geht hier erstmal um Micromanagement, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Ich wünschte, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Fart my ass. Geschäfte? Warte mal, Fahrgeschäfte. Haben wir ein 4G? Nein, wir haben keinen 4G. Sundial Sunflare. Kein 4G, Alter. Kein 4G. Viele Mülltonnenquellen über, ja, ist klar. Ich denke, ich werde mal eine Forschung raushauen. Forschung und zwar replizierte Luftakrobatik. Das ist immer gut. Das ist immer gut. So, die wollen mehr Fahrgeschäfte. Was noch? Blöden Säcke. Hier gibt's nicht genug zu tun. Ich gehe nach Hause. Warte mal, haben wir überhaupt Personalverkäufer? Ja, okay. Kann ich klagen? Gut, dann halt dein Maul. Dann halt dein Maul. Mein Job ist ziemlich durchschnittlich. Überall liegt Scheiße auf dem Boden. Aber nicht mehr lang. Ja, wir kriegen das schon in den Griff. Griff. Was kostet der Psycho-Laber? Warum sind die denn alle geschlossen? Ah, what the hell? Why? Das habe ich gar nicht gesehen. Echt jetzt? Excellente, ist das Einzige, was geöffnet ist. Ich bin begeistert. Die verarschen mich doch hier. Öffnen, öffnen, öffnen. Mann. Dumm. Wundere mich schon, warum keiner irgendwas fährt, Gut, dann brauchen wir auch erstmal nicht mehr Fahrgeschäfte. So, dann sollten wir aber hier. Die Parkbewertung steigt definitiv schon mal. Übersicht, Moment. Nee, doch, hier, da. Ja. Ich wünschte, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Miss Ellie ist am besten. Sieht aus, als bewegt sich die Schlange schnell. Alle gehen jetzt in die Fahrgeschäfte. Das war der Plan. Keine Ahnung, warum die zu waren. Kann ich hier Terror bearbeiten? Nein. Guck mal, wie das aussieht. Voll das Gewobbel hier. Aber egal, ey, who cares? Hauptsache, die fahren jetzt mal alle mit den Carousels und da kommen sie auch alle. Yay. Der Eingang ist cool gemacht. Der Eingang ist sehr cool gemacht. So, jetzt müssen wir nur noch den Müll in den Griff bekommen. Alter, jetzt kommen sie alle. Wünscht ihr, gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Die haben hohe Arbeitslast. Gut, wir brauchen noch einen. Ich sehe schon. Joink. Ja. Drei Stück. Dann eben drei. Kriegen wir schon hin, oder? Denke. Das wird schon klappen, irgendwie. Komm, putze, putze. Scheiße baue. Okay, der Eintritt ist kostenlos. Ich wünschte... Engine of Chaos ist wirklich preiswert. Hahaha, 59. Okay. So, das... Alter, das ist direkt voll. Sehr hart. Ja, ihr müsst jetzt was anderes fahren, ganz ehrlich. Das ist zu slim. Old Roulette Herr ist wirklich preiswert. 55. Psycola ist wirklich preiswert. Das ist das Ding. Okay, können wir erhöhen. There you go. $10. Wir machen auf jeden Fall Gewinn. Ist zwar jetzt nicht der Sinn der Sache. Obwohl, haben wir schon ein... Nee, noch nicht.
Wir haben noch keinen Teil erreicht. Okay. Aber das wird schon. Psychola ist wirklich preiswert. 6 Dollar. Gibt's noch rum zum Meckern eigentlich? So, Engine of Dicks. Dieser Park ist sehr geräumig. Der Park ist das letzte. Die Warteschlange war voll. Die Szenerie ist toll. Old Roulette ist wirklich preiswert. Da machen wir auch 5 Dollar. There you go. Mehr Fahrgeschäfte, ganze Müll. Und die Warteschlange war voll. Gut, an der Warteschlange kann ich jetzt hier leider nicht wirklich viel machen. Erstmal, es sei denn, ich könnte das alles bearbeiten. Kann ich sogar. Nee, kann ich nicht. Ja, das ist dann doof. Da kann ich nicht wirklich was machen. Das tut mir leid. Ist schon peinlich, wenn der Ausgang genauso lang ist wie die Warteschlange. Aber das kann ich nicht ändern. I'm so sorry. So, 42% Zufriedenheit. Was müssen wir erreichen? Oh, wow. Thanks for nothing. So, einen monatlichen Gewinn von 2,5 und eine Parkbewertung von 500. Ich denke, das geht. Der ganze Müll ist ja widerlich. Das ist toll. Der kann ja auch mal... Was? Wo in dem Po? Warum bist du unzufrieden? Muss besser ausgebildet werden. Okay, chill. Calm your tits. Ich mach schon. Wer ist denn das jetzt hier? Na komm, 140. So. Training. Ist was? Ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Ich liebe meinen Job. Okay, gut. Alles klar. Ihr seid fortgebildet. Das kriegen wir hin. Jetzt sind die natürlich auch noch ein Problem gerade. Ich wünschte, ihr gebt mehr Fahrgeschäfte. Die Gäste finden mehrere Sachen sehr billig. Also ungefähr alles, oder? Ich sehe schon. Das können wir natürlich ändern. 10,50, 5,50 und 6,50. There you go. Yay, da machen wir doch gewinnen. Und dann müssen wir trotzdem weiterhin gucken, dass alles in Ordnung ist. Personalzufriedenheit. Niedrig. Ja, bedient Kunden, die anderen laufen herum. Also, meine Arbeit fordert mich nicht ausreichend. Eintritt ist kostenlos, der ganze Müll ist widerlich. Deine Mutter ist widerlich und das Thema hat man, glaube ich, schon mal. Noch besser bezahlen, jetzt geht's aber los. Liegt immer noch so viel Müll rum, es geht doch, guck mal, ist kaum noch Müll da. Chillt halt einfach mal. Gut, ich meine, ich könnte da noch eine Mülltonne hinmachen. So ist das ja nett. Die alle den Müll da hinhauen, ja. Und hier dann halt eben auch. So, dann ist aber gut jetzt, ja. Damit sollten wir den Müll schon mal abgedeckt haben, soweit. Personal. Wie sieht's aus? Hier geht's gut, finde ich gut. Sorge dafür, dass es genug Mülltonnen gibt. Es gibt genug Mülltonnen. Ja, da ist die Miss Ellie, die alte Bisch. Die wollen die doch eh nur alle flachlegen. Heißt die so, Miss Ellie? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Recycling-Container liegt da? Okay. Ist der immer noch unzufrieden? Ich hatte den ganzen Tag keine Minute zum Verschnaufen. Haben wir denn ein... Angestellten Energiefunktionen sind eigentlich abgestellt, deswegen dürfte es hier kein Problem geben, oder? Dieser Job ist ein Witz, aber lustig ist er nicht hier. 155, fortbilden 155. Ich weiß, ihr seht das echt problematisch, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es gerade nicht ändern. Ich weiß, dass ihr unzufrieden seid. Mehr kann ich nicht tun. Der wird bald kündigen, ich sehe schon. 57%. Zeit, dass ich mir einen neuen Job suche. Ich liebe meinen Job hier, 160 at all.